Ich habe mal nachgeschaut, und zwar ein Jahr noch, dann können wir hier eine Petition stellen und unseren ungeliebten Ratsmarschalltitel hoffentlich eintauschen gegen den des Ratsverwalters, falls das ja möglich sein sollte. So, und jetzt ist jemand gestorben, und zwar für jemand von Bedeutung, Charles. Und das war der König von Aquitanien. Der war 55, starb an Herzversagen. Oh, der war auch melancholisch, einsiedlerisch. Okay, und jetzt ist natürlich interessant, jetzt müsste sein Sohn das ganze Jahr geerbt haben und unsere Tante, glaube ich, müsste die Königin sein, soweit ich weiß. So, jetzt ist aber auch hier das Ganze interessant. Hier ist jetzt Graf Geoffroy. Der herrscht jetzt hier und der ist jetzt ganz unabhängig oder wem gehört der jetzt ja an? Normalerweise hat das ja zu Aquitanien gehört, aber das ist jetzt vielleicht hier unabhängig geworden oder so, weiß ich jetzt nicht. So, und hier haben wir jetzt König Charles den VI. Von Aquitanien und hier tatsächlich unsere Tante ist jetzt Königin. Ja, das hätte unseren Großvater natürlich stolz gemacht, muss man sagen. Ist die Frage, können wir jetzt hier direkt ein Bündnis oder so aushandeln? Ja, wir können ein Bündnis aushandeln, das ist ja hervorragend. Und der wird auch annehmen. Das heißt, wir haben hier einen super starken Bündnispartner jetzt. Dieses große Reich hier. Und ja, jetzt interessiert mich aber, was hier mit Valois los ist. Da muss doch jetzt irgendwie Stadt von Kepi, ja, gut, aber zu was gehört das jetzt hier? So, Kaiserreich von Franzien, Königreich von Westfranken, Herzogtum von Valois. Das heißt, es gehört doch eigentlich jetzt hier zu uns. Muss das irgendwie noch der Monat hier vorbeigehen oder so irgendwie? Wir sollten dann doch hier eigentlich. Aber wir können ihm hier Vasallentum anbieten. Das sollten wir wahrscheinlich auch tun, oder? Er wird unser Vasall. Wir könnten ihm niedrige Feudalsteuerpflichten geben. Dann würde er sogar annehmen. Wir sind der rechtmäßige Landesherr. Okay. Ja, wir sind ja auch großzügig, muss man sagen, ne? Das heißt, das würden wir bestimmt machen. Und wir bieten ihm hier das Vasallentum an. Jawohl. Und jetzt müsste er ja annehmen. Ja, das Bündnis ist ausgehandelt. Wunderbar, muss man sagen. Da fühlt er sich gleich sicherer. Und ja, er nimmt auch an. Jetzt wollen wir hier nochmal kurz schauen. Wir kontrollieren das ja nicht, das bleibt jetzt hier in seiner Hand, was das für einer ist, ob wir den irgendwie noch gebrauchen können, eventuell für unseren Rat. Nee, nicht wirklich. Ich habe gerade mal geschaut. Wir haben ja einen super Ratsmarschall, mit dem sind wir sehr, sehr zufrieden. Und in den anderen Bereichen eher nicht. Okay. Hier würde ich sagen, jetzt werden wir den wieder auf Befehlshaber ausbilden stellen. Okay, und ja, jetzt sieht euch doch mal hier dieses große Herzogtum an. Das ist ja wirklich schon bedeutsam, muss man sagen. Wunderbar. Gut, jetzt können wir hier nochmal schauen. Ich glaube, die werden wir jetzt hier nicht reparieren oder so, den Thron oder die Bauernhippe. Ich denke, das ist jetzt hier nicht von Belang für ihn. Und Glaubensoberhaupt und Goldbitten, das werden wir jetzt eigentlich auch nicht machen. Ich denke, das passt auch gar nicht. So, die wollen jetzt hier natürlich noch Ratsposten, aber ja, er auch, aber den kriegt er nicht. Das ist egal. Die klicken wir auch mal weg. Und hier könnten wir jetzt noch Kriege erklären. Warum eigentlich? Ja, wegen verschiedenen Ansprüchen. Vielleicht sollten wir da mal reinschauen. Das war der erste. De Jure-Krieg. Erobert Grafschaft von Brie-Français de Jure. Warum denn das? Wo ist denn das hier? Da unten? Ach, weil das jetzt hier zu uns gehört, die Jure-mäßig. Sollten wir vielleicht doch mal näher uns das anschauen. Diese Grafschaft hier ist das.
Und die gehört eigentlich hier zu uns. Herzogtum Valois. Königreich Fürstfranken. Ja, der hat hier natürlich einiges an Truppen, aber grundsätzlich gehört das hier eigentlich zu uns, ja. So, und was war das Letzte? Da sollten wir vielleicht nochmal schauen. Die Gräfin, ja, wieder die Ansprüche von Graf Rogon. Okay, das ist natürlich interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob er das direkt hier machen würde. Kann man ihm nicht auch das Vasallentum anbieten? Gibt das nicht auch? Nee. Und der hätte hier so viele Verbündete, oder? Ja. Also normalerweise würde ich das natürlich gerne machen, aber er hat wahrscheinlich immer noch ein bisschen Angst. Er ist halt sehr zurückhaltend, ja? Und so möchte ich ihn eigentlich auch weiter spielen. Da werde ich das jetzt nicht weiter herausfordern. Weiß immer nicht, wie dolle man dann so die Jura-Anspruch jetzt durchsetzen sollte. Vor allem in seinem Fall jetzt, wenn er doch eher zurückhaltend ist. Okay, jetzt schauen wir mal. Jetzt könnten wir hier weitergehen, dass wir das auf Linie und so weiter, dieser Administrator, Architekt würde auch zu ihm so ein bisschen passen, ne? Vor allem das mit der Festungsstufe hier. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier einfach mal weiter durchgehen sollten, bis wir da anfangen. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach hier weiter. So, monatliche Tyrannei geht runter. Das passt ja auch so ein bisschen dazu, dass wir eigentlich recht beliebt sind bei unserem Volk und unseren Vasallen. Okay, jetzt ist hier jemand gestorben. Und zwar dieser Ethelwald Ulfson, der ja unsere Schwester hier verheiratet war, die aber eigentlich dort im Gefängnis ist, ja, weil sie untreu war. Aber mit der Geschichte würde ich eigentlich gerne abschließen. Da haben wir einfach nicht mehr so den Bezug dazu, würde ich sagen. Und erst recht keine Ambition, da irgendwie aktiv zu werden. Und wir warten jetzt vor allem, dass wir hier wieder... Oh, was ist das? Bürgermeister Erard kann eingekerkert werden. Warum sollten wir das machen? Er wurde exkommuniziert. Okay. Und den könnten wir jetzt einkerkern. Was ist das für einer? Wie ist unser Verhältnis zu ihm? Den mögen wir eigentlich auch eigentlich gar nicht. Das ist auch ein Vasall von uns. Dann könnten wir das machen. Aber er könnte sich natürlich uns widersetzen direkt, ne? Wo herrscht er denn genau über eine Stadt? Aber er wurde exkommuniziert. Wir sind jetzt zwar nicht so dermaßen religiös, aber halt schon im normalen Maße. Da würde ich sagen, dann sollte man ihn schon einkerkern, oder? Ich denke schon, wir machen das mal. Und das ist ja hier auch nur so ein kleiner Bürgermeister. Und er konnte sich der Verhaftung entziehen und aufs Land fliehen. Okay, na gut. Aber wir haben ja noch einen Leibwächter, falls der sich irgendwie rächen will. Ich denke, unser König fühlt sich da zumindest einigermaßen sicher hinter seinen Mauern. Okay, jetzt haben wir gleich 965 und dann geht's hier wieder los mit dem Anspruch. So, das machen wir hier wieder weg. Mit dem Anspruch, sage ich schon, mit dem Vorsprechen beim König. Und wie sieht's eigentlich bei dem aus? Was ist hier los? Königin Melissa von Westfranken, warum hat die hier... Die ist ein Zwerg. Ein Zwilling. Aha, okay. Und ich dachte, die wäre so klein gewesen. War die schon immer ein Zwerg? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, und die Haare fehlen. Also entweder sie hat hier wirklich irgendwie keine Haare oder ich muss wirklich mal gucken, dass ich mal auf die neue Patch-Version umstelle. Dass wir alle wieder ordentliche Frisuren haben. Ich habe dann immer nur Angst, wenn ich das dann jetzt wieder aktualisiere, dass dann irgendwas nicht funktioniert und alle ganz anders aussehen. Und ich habe mich jetzt so an das Aussehen der Leute hier gewöhnt. Aber ich glaube, das werde ich das nächste Mal machen. So, jetzt meldet sich hier jemand. Seid gegrüßt, mein Lenzer. Es würde mich entzücken, wenn eure Tochter Almodis meinen Hof in Marl besuchen könnte. Ja, grundsätzlich. Sie wird da sein. Ah, und das gibt ja sogar, oder man würde Anspannung verlieren, weil wir eine eifrige Frohnatur sind und das erfreut uns dann so stark, dass das möglich ist. Gut.
ja, da soll sie sich mal ein bisschen vergnügen. Gut, ein gut organisierter Hof. Unsere Frau ist mal wieder eifrig dabei und jeder Gast bekommt hier noch 10 Meinungen dazu. Das ist ja wirklich wunderbar. Und jetzt können wir hier eine Petition halten und das werden wir auch machen. Dann gucken wir mal, was wir auswählen. Und ich hätte gerne, ihr seid schon Ratsmitglied. Ah, das geht jetzt gar nicht. Das ist ja doof. Können wir noch irgendwas anderes fragen? Nee, können wir gar nicht. Okay, also wir können ihn nicht wirklich wechseln. Zumindest nicht aus Eigeninitiative. Naja gut, dann lassen wir es mal sein. Dann melden wir uns da nicht weiter. Dann machen wir hier mal, ups, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Dann machen wir das Häkchen auch mal wieder weg. Petition an Lehnsherrn hier. Dann nützt das ja leider nichts. Na gut, dann müssen wir damit leben, dass unser König das halt so möchte. Gut, jetzt ist nur die Frage, wollen wir unserem König jetzt eigentlich mal huldigen oder wollen wir ihm nicht huldigen? Da sollten wir vielleicht nochmal schauen. 62, wir mögen ihn. Haben wir ihm eigentlich sogar schon mal gehuldigt? Wir haben ihn doch auch schon mal gehuldigt. Bringe ich jetzt was völlig durcheinander hier. So, unser Kind ist auch wieder heimgekehrt. Ja, wir hatten schon gehuldigt. Gut. Almodes de Châtillon. Mal gucken, ob sich da irgendwelche Eigenschaften gebildet haben. Sie ist immer noch nachdenklich. Und mich interessiert ja jetzt vor allem, wie sich der Sohn von uns so entwickelt und macht. Der hat jetzt natürlich noch keine großen Eigenschaften. Ja, schlagkräftig ist er schon hier mit einem Kampfgeschick von 3. So, und unsere Cousine ist im Kerker. Wieso denn das? Eingekerkert vom König. Warum? Was ist hier los? Wieder unzüchtig gewesen. Naja gut, dann ist dem halt so. Das wird unser König schon beurteilen können, würde ich mal sagen. Gut. Und jetzt wurde hier unser Kampfgeschick von König Geoffroy noch verbessert. Von Graf Geoffroy, der hier neu zu uns dazugekommen ist. Und der kämpft dann doch auch für uns, oder? Moment, jetzt schaue ich mal ins Militär rein. Hier oben, ja, der kämpft für uns. Und jetzt haben wir doch wirklich gute Ritter, muss ich sagen. Sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt hier das machen sollten, dass die Ritter jetzt noch weiter verbessert werden. Ich glaube, da können wir einfach wieder umstellen. Müssen wir eigentlich die Kontrolle irgendwo erhöhen? In Bayeux könnten wir. Das dauert auch noch ein bisschen, warum auch immer die da niedrig ist. Jetzt meldet sich hier wieder einer. Das war doch dieser eine begriffsstutzige Ritter, oder? Genau, begriffsstutzig und Trunkenbold. Und wir hatten ja vermutet, dass er uns nicht mag, weil wir ihm den Posten des Leibwächters nicht angeboten hatten. Ne? So, mal sehen, was er hier wieder vorbringen möchte. Ja, ihr seid Herzog, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Also das wird mir hier langsam zu viel mit ihm, ne? Dass mein Rivale Raoul so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, er hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun. Aber als ich meine Erklärung dieses Verhaltens bat, schleuderte er mir nur noch mehr Beleidigungen entgegen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Höllengezücht. Okay. Den sollten wir uns jetzt aber vielleicht mal hier merken. Das passt mir überhaupt nicht. Können wir da nicht irgendwas machen? Die Frau ist ja noch ein Ratsspitze von Graf Volk. Ja, zum Übungskampf werden wir ihn sicherlich nicht herausfordern. Aber wir könnten ihn natürlich, wir könnten persönlich einen Streiter wählen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und wir könnten auch sagen, der soll ein Gelübde ablegen und sich dem Klerus anschließen. Dem wollen wir nicht mehr... Wir können ihn auch einfach entlassen, zum Wanderer machen und vom Hof wegschicken. Das wäre auch was. Ich weiß nicht, Gelübde passt jetzt auch nicht so zu uns. Ich würde sagen, wir entlassen ihn, oder? So. Und verlässt den Hof. Ja, er ist mein Ritter. Okay, alle engen Verwandten. Ja, wir entlassen ihn einfach. Soll er sonst was machen? 60 Jahre alt. Der streitet eh nicht mehr so gut. Das war mir zu viel. Eine Beleidigung. Zu viel. Gut. Jetzt sowas wie ermorden oder so. Das würden wir jetzt nicht machen.
So, und Herzogin Oth ist schon wieder schwanger. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ich dachte, er ist hier keusch. Oder ist da immer noch was im Argen? Ich weiß ja nicht. Vielleicht sollten wir auch mal, und das wäre doch eine Idee, unsere Mutter darauf ansetzen. Und zwar mal ein paar Geheimnisse hier aufzudecken. In Amiens direkt. Oh, und sie ist ja wirklich schlechter Radspitzel. Das hatte ich ja gar nicht bedacht, dass das so schlimm war. Aber wir hatten auch niemand wirklich guten, ne? Also die hier wären natürlich alle irgendwo besser. Puh. Aber wir lassen unsere Mutter jetzt. Die würden wir doch nicht entlassen, oder? Soll sie mal machen. Gut, und wir könnten wieder ein Festmahl veranstalten. Und das machen wir auch. So, der Ehepartner fördert hier wieder Theologen. Wir bekommen sogar noch Frömmigkeit dazu. Also muss man sagen, das ist wirklich eine Frau, die nützt uns links wie rechts was. Also wir haben viele Kinder mit ihr und sie ist wirklich sehr tüchtig und ja, wir haben schon viele Boni dadurch eingesammelt. So, jetzt wollten wir doch hier das Festmahl veranstalten. Und ist sogar günstiger, dadurch, dass wir diesen Dynastievorteil gewählt haben. Sehr schön. So, Festmahl, ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern, so wie wir das mögen. Die Stimmung ist prächtig und alle sind guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde. Es ist natürlich noch interessant, wer alles so mit dabei ist. Und wer auch abgelehnt hat. Warum hat denn unsere Mutter abgelehnt? Interessant. Vielleicht aber auch, weil sie hier zu tun hat. Ja. Denn die Bürgermeisterin und der König hat abgelehnt. Leider. Naja, vielleicht hat er zu tun. Wir denken uns wahrscheinlich nichts Böses dabei. Unsere Frau ist aber da. Ein Bürgermeister, die Baronin Judith und dieser neue Graf. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, dass der mit dabei ist. So, als das Festmahl im vollen Gang ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Baronin Judith an Oth und mich heran, die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl. Ein großes Kompliment an die Gastgeber. Ja, jetzt könnte ich wieder sagen, ja, das habe ich gut gemacht. Voriges Mal haben wir aber auch gesagt, dass unsere Frau das ganze Lob bekommt. Das machen wir diesmal auch wieder, weil wir sind wirklich begeistert von unserer Frau. Und zudem ist sie auch noch schwanger. Und ich höre genau zu, wie Bürgermeister Giraud sorglos alle möglichen Dinge preisgibt, während er versucht, seinen Krug einen letzten Tropfen abzuringen. Er bemerkt gar nicht, wie genau ich hinhöre. Als es ihm dann auffällt, steht er auf. Ach, was rede ich denn da nur? Es ist ohnehin nicht wahr. Nichts davon. So, und der. Da haben wir jetzt ein Geheimnis von der Kindesabstammung erfahren, aber das ist eigentlich sekundär. Okay. Jetzt sind alle nach Hause gegangen. Es war ein Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Und wir bekommen Prestige und jeder Gast gewinnt noch Meinung. Das ist doch sehr schön. Wunderbar. Was finden hier noch für Belagerung statt? Das ist aber hier so zwischen uns, ne? Das hat nicht direkt mit uns zu tun. Das ist nur immer so sehr in der Nähe. Okay, jetzt haben wir hier einen Verdacht von Hexerei. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebäude. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Clermont vorgelegt, als Beweis, dass Helvis eine in ihrer Hütte am Rand des Dorfes Hexerei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind ihre finsteren Praktiken schuld an bösen Ereignissen im Dorf. Und sie fordern, dass sie hingerichtet wird. Okay, jetzt gucken wir mal, was das für eine ist. Die ist aber äußerst talentiert hier. 17 Diplomatie, Kriegsführung 7, Verwaltung 14. Und die ist stur, aber auch tapfer und lüstern und hübsch. Und stattlich. Und eine weise Frau mit 21. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie wir nochmal drauf sind. Wir sind großzügig. Ha. Wohl- und Mildtätigkeit. Also, sie muss brennen für ihre Verbrechen gegen Gott. Dann würde ich sagen, das kommt nicht in Frage. Hexe, also ja, ich könnte einen guten Berater gebrauchen. Das würden wir vielleicht nicht sagen. Aber das sind reine Indizienbeweise. Lasst sie frei, würden wir schon sagen, denke ich. Mildtätigkeit. Volksmeinung geht leider hier runter. Aber wir lassen sie frei.
Grundsätzlich hätte ich die natürlich auch gerne an meinem Hof, aber ihm ist das vielleicht nicht so ganz geheuer, ja. Er wird sie vielleicht nicht direkt so anwerben. Gut, und das hat uns hier noch weiter vorangebracht im Bereich Lebenswandel. Und es meldet sich wieder unser Ratsmarschall. Ich lade euch hiermit zu einem Festmahl an meinen Hof in Bayeux ein. Das ist ja mal eine willkommene Abwechslung, also nicht Abwechslung bezüglich schon wieder ein Festmahl, aber mal nicht bei uns, sondern bei jemand anderem. Und es ist mir ein Vergnügen, wirklich ganz toll. Also, das ist auch ein wunderbarer Mensch, wie wir finden. Also, hier steht 56, aber bei uns müsste schon 100 stehen. Der hat sich ja schon wirklich verdient gemacht. So, es wird mir ein Vergnügen sein. Und dann sind wir hier mal außerhalb und feiern mal woanders. Sehr schön. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Graf Aubry begrüßt uns alle zum Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Ich freue mich darauf. Wunderbar. Mal sehen, was da noch so passiert. So, und jetzt bekommen wir hier 85 Gold durch unser Ratsverwalter. Aber was ist denn mit ihr passiert? Die ist verwundet und aber auch ein Flagellant. Okay, dann hat sie dich das höchstwahrscheinlich selbst hier zugefügt. Interessant. Und ja, wir sind jetzt hier, ich muss sagen, schon ziemlich wohlhabend fast, oder? Jetzt ist hier auch das bald abgeschlossen. Na, das ist ja hier noch im Bau. Und wir bekommen noch eine Tochter. Und die könnten wir jetzt nach ihr benennen. Oth, das können wir auch machen. Wunderbar. Mögest du stark und weise werden. Meine Tochter. Jetzt haben wir aber schon viele Töchter, muss ich sagen. So, und jetzt haben wir wieder einen Vorzug. Gehen wir hier auf Linie. Eure Vasallen schließen sich weniger wahrscheinlich Unabhängigkeitsfraktionen an. Okay, alles klar. Und dann gehen wir einfach hier weiter. Ich meine, ich möchte dann was bauen. Da hätte man auch das jetzt wählen können. Aber wir machen das jetzt ganz einfach. Wir gehen hier weiter. So, und was war hier oben noch? Vasallverleihen. Absender König Bertrand von Westfranken. Seid gegrüßt. Gute Neuigkeiten. Ich habe mich entschieden, Graf Helly von Brie-Francis zu eurem Vasallen zu machen. Was ist denn hier los? Moment, kommt mir der Name nicht bekannt vor? Das ist dieses Gebiet hier. Und wir haben uns noch zurückgehalten. Wunderbar. Der Vater ist wohl gestorben, so wie es aussieht. Ich gucke jetzt mal. Das war doch hier. War das nicht vorher der? Nee, Großeltern. Der Pfähler, genau. Der hier ist gestorben. Und jetzt wird das unser Vasall. Wir nehmen an. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier noch ein Gebiet dazu bekommen. Meine Güte, also ich muss mal sagen, uns gehört jetzt hier eigentlich der Großteil des Westfrankenreichs. So, was ist das für einer jetzt eigentlich? Moment, Orléans gucke ich jetzt schon. Ich will ja hier schauen, was das für einer ist. Oh, der ist recht untalentiert. Der ist aber auch noch ein Kind. Ja, der hat hier noch neugierig als Eigenschaft und ist verlobt mit Hedwig. 13 und 35, okay. Ja, na gut. Ja, also unser Reich breitet sich hier immer weiter aus und vor allem ist das interessant, da wir ja überhaupt eigentlich gar nicht so wirklich das Interesse haben. Wir lassen das alles nur so ein bisschen auf uns zukommen und trotzdem erblüht hier das Reich unter seiner Verwaltung und unter seinen, ja, positiven Beziehungen mit seinen Vasallen. So, seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Ist der hier zum Trinker geworden? Ja. Er sieht schon so ein bisschen rötlich aus im Gesicht. Ich meine, wer wird hier nicht zum Trinker? Bei den vielen Festen, die hier gefeiert werden. Und, ich hatte es jetzt gar nicht gelesen, zu einem Festmahl an den Hof in Senlis. Ja, wunderbar, es wird mal wieder Zeit. Es ist ja kaum eine Woche vergangen. Da können wir ja gleich mal wieder feiern. So, und wir versammeln uns hier. Moment, ist hier nicht immer sogar noch das Festmahl? War das überhaupt vorbei? Das geht ja hier wirklich. Wir reisen nur umher, um zu feiern. Wunderbar, ich freue mich darauf. Und die Getreideäcker in Amiens wurden fertig errichtet. Und ich würde sagen, das bauen wir jetzt hier einfach mal weiter aus, alles, oder? Was machen wir? Die Getreideäcker hier nochmal? 225 die nächste Stufe oder hier 225 das grünende Land. Es gibt noch mehr Aufgebote. Ja, ich denke, wir haben jetzt so viele Verbündete und breiten uns so schön aus. Uns interessieren nur hier mehr Einnahmen für potenziell mehr Feierlichkeiten, die wir durchführen können.
Wunderbar. So, hier wird gefeiert und das Fest ist auch schon vorbei. Naja, gut. Was ist das hier eigentlich für eine Armee, die hier rumgeht? Weiß ich gar nicht. Und, hier gab es doch noch diese Anspruchskriege auf verschiedene Artefakte. Aber das handelt sich doch jetzt hier um unsere Artefakte, gerade auf die Bauernhippe. Die Gräfin von Rhin. Also, die ist hier auch so ein Unzüchtiger. Die kommt doch auch hier gerade erst aus dem Gefängnis raus, oder nicht? Die wurde doch gerade entlassen. Naja, gut. Wir werden jetzt nicht hingehen, nur weil sie einen Anspruch hat und ihr das schenken. Jetzt wurde hier die Kontrolle abgeschlossen. Und ich denke, wir haben die Kontrolle jetzt überall schon auf Maximum. Und hier gehen wir jetzt nicht auf Befehlshaber ausbilden, sondern auf das hier. Ne? Das gibt ja dann immer, der Armeeunterhalt geht noch runter. Das lassen wir dann einfach so. Wunderbar. Ja, jetzt gibt es eigentlich hier nur noch diese beiden Kriege, die man hier führen kann. Aber da hat man ja gesehen, das waren ja die, die diese verschiedenen, oder wo unsere Höflinge diese Ansprüche haben. Oder unsere Vasallen, je nachdem. Und jetzt können wir ja Catherine de Châtillon einen Vormund zuweisen. Und auch das soll mal wieder hier unsere Mutter übernehmen. Sie ist gebrechlich geworden. Oh, ob ihres schwächlichen Körpers ist Almodes zu kaum noch etwas in der Lage, außer auf den Tod zu warten. So schlimm schon. Naja, sie soll sich trotzdem mal hier um das Kind noch mit kümmern. Vielleicht muntert sie das ein bisschen auf. Das wäre natürlich wahrscheinlich schlimm für uns, wenn unsere Mutter da sterben würde. So, und mein teurer Sohn, trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können. Doch ich glaube nach wie vor, dass hier Verborgenes vor sich geht. Wenn es irgendetwas gibt, dann werden wir es finden. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, ja, wie viel Anspannung er hier bekommt, wenn sie stirbt. Weil ich weiß nicht, wie das Spiel das wertet, aber wir haben natürlich ein enges Verhältnis zu unserer Mutter, ja. Und ich hatte ja schon betont, vielleicht auch ein leicht abnormales. Okay. Gut, die Frage ist jetzt noch ein bisschen. Hier ist ja das eine große Herzogtum. Gehört das hier auch noch mit dazu, potenziell? Nee, das gehört uns schon. Genau, und das gehört eigentlich zu Flandern. Und ansonsten haben wir hier verschiedene Grafschaften noch in Neustrien, aber hier in Orléans halt nicht. Also uns gehört jetzt eigentlich alles, was theoretisch uns gehören sollte. Ja, und ich denke, damit ist er auch zufrieden. Jetzt wird er hier nach Möglichkeit alles ausbauen. Führt Aquitanien eigentlich hier einen Krieg? Das interessiert mich ja gerade mal. Nee. Ist aber aktuell nur mit uns verbündet. Das ist auch interessant. Und unser König war ja hier durch die Heirat mit der Melissa. Was ist hier los? Ein Bauernpöbel bildet sich. Das ist aber nicht, weil wir diese Hexe da befreit haben, oder? Oder verschont haben. Ich denke schon. Jetzt gucken wir mal hier Fraktion. Kann in 50 Monaten ein Ultimatum stellen. Also, das ist, ich glaube, relativ egal. Da wird schon nichts passieren. Okay. Ja, was gibt es jetzt eigentlich noch weiter zu tun? Das ist immer so eine Sache mit so einem eher passiven Herrscher. Ja, dann gibt es immer manchmal so ein bisschen leere Zeiten, die man überbrücken müsste, weil er halt nichts anstößt. Aber ein heranwachsender Herrscher. Es ist unglaublich, wie viele Meinungen und Bedürfnisse mein Sohn und Erbe Jocelyn hat. Meistens will er mir sogar sagen, was ich zu tun habe, anstatt andersherum. Überragend oder nervtötend, ein schmaler Grat. Er erhält die Eigenschaft herrisch. Das ist natürlich ganz interessant, wie er sich da so entwickeln wird. Ja. Der nächste Herrscher. Und natürlich bei einem Sohn auch immer so ein... Ist zwar schön, dass der eigentlich alles erbt, dass alles so ein bisschen zusammenbleibt, aber dem kann natürlich auch immer was passieren. Ja. Und wenn ihm was passiert, dann erben da drei Töchter. Wer weiß nicht, dass unsere Frau hier schon wieder schwanger ist. Finde ich immer noch
kurios. So, und jetzt ist es passiert. Wir erhalten 40 Anspannungen. Unsere Mutter ist gestorben. Ja. Da, es war eine wichtige Person für uns. Wir hatten vielleicht so leicht intimes Verhältnis miteinander, aber ich glaube nicht, dass die ansonsten Verkehr miteinander hatten oder sowas in der Art. Das hat sich dann doch ziemlich entspannt. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Schicksalsschlag, zumal unser Vater ja auch schon länger tot ist und unser Großvater eigentlich der Herrscher gewesen ist. Okay, 40 Anspannungen, hier jetzt nicht ganz so viel dargestellt, aber ich denke, das nimmt ihn schon mit. Wir haben aber auch etwas geerbt, und zwar ist es hier eine Bergkristall-Halskette aus Messing. Und die ist von unserer Mutter, und ich denke, die ist schon bedeutend für uns. Und wir würden die auch reparieren. Die wollten wir instand halten, würde ich sagen. Und die werden wir, können wir die sogar anlegen? Die können wir sogar anlegen. Und was gibt die? Prestige ein bisschen und Anziehungsmeinung. Eine einfache und doch filigrane Halskette von guter Qualität. Die Halskette wurde aus Messing gefertigt und hat einen herrlichen Anhänger aus Bergkristall. Also für uns ein ganz wichtiges Schmuckstück, um uns weiterhin an unsere Mutter zu erinnern. Okay, dann würde ich die Folge auch hier einmal beenden. In der nächsten Folge müssen wir uns dann endlich mal einen ordentlichen und fähigen Ratsspitzel holen. Und dann werden wir vielleicht nochmal auf Geheimnispirscherei gehen. Okay, das aber alles dann beim nächsten Mal. Bis dahin.